Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der bist, der grösser ist, der stärker ist und dass du die Welt geschaffen hast. Und ich bitte darum, dass du uns die Augen aufmachst von deiner Realität, dass wir heute Morgen wieder neu dürfen verstehen, was du meinst mit deiner Realität, was Himmel ist, was du bist und vor allem, was Lobpreis bedeutet und bewirkt. Danke, dass wir heute dürfen wieder einen Teil von dir mehr verstehen und offenbart bekommen. Amen. Ja, lass uns das Bild holen. Seit Anfangsjahr sind wir ja am Strassenbau dran. Immer am ersten Monat schauen wir einen Teil dieser Strasse an. Und das Ganze geht ja nicht darum, dass wir ein Bauunternehmen sind, sondern es ist ein Bild für die geistliche Strasse, die gebaut wird. Für den Lobpreis, der gebaut ist, für das, was mit Anbetung passiert. Wir haben bereits verschiedene Sachen durchgenommen. Wir haben angefangen mit dem ersten Teil, wo man gesagt hat, es nützt nichts, wenn man einfach einen Belag oben drauf haut und sagt, die Strasse ist fertig. Das bringt uns nicht viel. Sondern wenn mir das passieren würde, geht der ganze Belag oben kaputt, weil der Untergrund nicht angeschaut worden ist. Und ähnlich im Lobpreis haben wir einfach gesagt, so, jetzt singen wir einmal, es macht Freude. Bringt es nicht viel, wir haben gar nicht tiefe Begriffe. Und sobald es keine Stimmung da ist zum Singen, würden wir aufhören zu singen. Das ist die Januar-Predigt, ihr könnt ihr gerne nachhören, Anfang Januar. Dann sind wir im Anfang Februar in den grossen Teil gegangen, zwischen denen den Untergrund, und ist darum gegangen und gesagt, hey, die Basis vom Lobpreis, die zwar Freude macht, zum oben drauf fahren auf dieser Strasse, aber das, was drunter ist, ist eigentlich ganz eine andere Dimension. Es geht gar nicht darum, dass der Belag fein ist, sondern unten haben wir ganz etwas anderes, ein anderes Fundament. Und wir haben die ganze Thematik von der Anbetung angeschaut, wo es darum geht, dass wir Gott arbeiten sollen, einen Lebensstil voller Arbeitung haben. Bloß weil wir am Sonntag da sind und ihn können arbeiten, uns freuen, das hat nichts wert, wenn die ganze Woche durch nichts passiert ist. Also was am Sonntag für einen Ausdruck kommt, oder im Lobpreis, im Zusammenkommen und Arbeiten, ist nur das, was unten dran unter einer Woche schon lange am Laufen ist. Sonst ist das auf sehr wackeliger Sache. Heute gehen wir wieder einen Schritt weiter. Auch wieder den Belag. Ich bin nicht sicher, wie man ihn nennt, aber der blaue Belag dazwischen drin. Es ist nicht der Belag oben drauf, es ist auch nicht das tiefe Fundament, sondern es ist ein rauher Belag. Ihr kennt es, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, wo die Baustelle noch nicht fertig ist, wo die Autobahn noch nicht fertig gebaut ist, nicht mehr eine Baustelle ist, so meine ich es. Und die grobe Schicht, die geht schon recht gut zum Fahren, es macht Spass, aber mit der Zeit dröhnt es, merkt es, holpert, es ist nicht so angenehm. Aber der Belag ist extrem wichtig. Und den möchten wir heute anschauen. Ich möchte dir zeigen, was eigentlich die Strasse ausmacht. Wir werden später noch über das Schöne und Freudige und was alles darüber reden. Aber jetzt sind wir mal an der Strasse rein und merken, aha, um das geht die Strasse. Ja, und die Aussage ist relativ simpel. In dieser Sache haben Sie im Lobpreis schon gehört. Den Lobpreis kannst du nicht jemandem überlassen. Das ist das, was ich euch heute zeigen möchte. Der Lobpreis, den du machst, kannst du nicht jemandem anderen überlassen. Du bist der, der Lobpreis macht, und wenn du es nicht machst, fehlt etwas. Aber fangen wir mal neu mit anders an. Im Herbst bin ich dabei in einer Wieland-Worship-Stube. Das ist der Lobpreis der Region. Ich durfte dort Moderation machen. Und das Ganze ist digital gelaufen. Und so sind wir in einem Gemeindegebäude gewesen, aber studiomässig. Das heisst, man hat alles gefilmt und gemacht. Und was dort live gelaufen ist, ist eigentlich nebensächlich gewesen. Wichtig war, was im Livestream überkommt. Gut, ich war dabei gewesen, ich habe dort eine Begrüßung gemacht und dann hat das erste Lied angefangen. Ich bin dort gestanden, bin auf der Bühne und zugeschaut und habe da die Pianistin gesehen, wie sie etwas rumdruckt, kein Tönchen gehört. Der E-Gitarrist gesehen, wie er etwas versucht, eine Gitarre rumzupfen. Hat kein Tönchen bekommen. Und plötzlich fängt der Sänger einfach trainieren zu singen. Das Schlagzeug hat schon lange einen komischen Rhythmus drauf gehabt. Ich war so irritiert gewesen. Und plötzlich fängt er mir an zu singen, der Sänger. Und ich so, okay. Und dann hat der Sänger irgendwie angefangen. Ich bin nicht rausgekommen und es einfach nicht schön gefunden. Ich fand, es tönt überhaupt nicht. Keine Qualität, es ist wüst, voll nicht der Stil, wie die Leute eigentlich spielen. Sonst haben wir immer eine Fülle von Musik. Und dann habe ich weiter zugeschaut und gemerkt, Moment, nein, die Pianistin macht schon etwas. Aber ich höre es einfach nicht. Aber es stimmt, glaube ich, schon, was sie macht. Und auch
der nebenan am E-Bass, ja stimmt, der spielt glaube ich auch, der ist gar nicht am Warten. Und wenn ich so zuschaue, merke ich plötzlich, ah, stimmt, es geht ja gar nicht darum, was jetzt da gerade ankommt in dem Saal, sondern die Frage ist, was im Livestream kommt. Ich habe das Handy für ihn genommen, YouTube aufgemacht, die Ohren stöpseliert und ich so, wow, klingt das grandios. Ja, bei der Musik schafft man manchmal so, dass man Sachen über das Mikrofon nimmt und dann halt nur direkt in den Livestream rausschickt, wo real nicht gleich hörbar ist. Eine E-Gitarre ist ein elektrisches Instrument. Nur wenn man es verstärkt, hört man es. Wenn man es nicht verstärkt, hört man nicht viel. Genauso ein E-Piano, dank der Lautsprecher tönt es. Das Klavier ist etwas anderes, das tönt gerade real. Ein E-Piano tönt über den Lautsprecher. Und ich stelle mir das immer wieder sehr ähnlich vor mit dem Thema Himmel und was dort läuft. Wir haben eine Vorstellung, wie das etwa könnte sein und was da ist, aber so wirklich sehen, erleben tun wir es eigentlich noch nicht. Und so trösten wir uns dann relativ schnell amig und ich sage fast mit einer beschränkten Sicht auf den Himmel, weil den Kindern sagen wir amig, ja, Gott wohnt im Himmel. Das stimmt ja soweit, sagt die Bibel. Aber wie schnell sehen wir nachher Gott oberhalb der Wolken? Und wie viele Kinder haben sich schon gefragt, wenn sie erst mal fliegen, wo ist jetzt Gott da oben? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, man hat sogar einen der ersten Astronauten gefragt, ob er jetzt eigentlich Gott gesehen hat, wenn er so weit draußen war. Dann war der Kosmonaut. Nein, geht nicht. Man hat ihn nicht gefunden draußen. Ja, dann wohnt nicht Gott in dem Fall nicht im Himmel. Da ist unsere Wortwahl ein bisschen beschränkt. Das stimmt. Das Englisch ist in diesem Punkt ein bisschen besser. Wir haben den Himmel und den Himmel, und das ist das gleiche Wort. Einerseits, wo Gott wohnt im Himmel, und andererseits der blaue Himmel über uns. Beides heisst Himmel auf unserer Sprache. Im Englischen gibt es eine Unterscheidung, da redet man vom Sky, das ist der blaue Himmel oben dran, und der Heaven ist dort, wo Gott wohnt. Das sind zwei total unterschiedliche Wörter, hat keinen Zusammenhang miteinander. Und wir mischen das und kommen irgendein komisch beschränktes Bild vom Himmel über, ja, der ist dort oben irgendwo. Aber es ist falsch. Gott ist nicht dort oben irgendwo. Man kann gewisse Sachen interpretieren, dass Gott über die Welt sieht und so weiter, dass er alles sieht, alles in Sicht hat. Da kann man meinen, es muss ja irgendwo weit oben sein, dass du alles siehst. Aber das ist nur in unserer beschränkten Vorstellung über den Himmel, was da gemeint ist. Jesus sagt etwas ganz anderes. Im Lukas 17 redet er davon und sagt, hey, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes, der Himmel, der ist mitten unter uns. Der ist nicht irgendwo. Und interessant ist, wenn Gott vom Himmel redet, meint er nicht einfach irgendwann einmal irgendwo, sondern er redet immer davon, dass es eigentlich schon da ist. Es ist aufgebrochen, es ist da, es lebt da, es ist noch nicht sichtbar, es ist am Kommen, es nimmt Raum ein, es tut, aber für unsere Augen nicht sichtbar. Vielleicht kann man es vergleichen mit einer Infrarotkamera. Ich war im Technorama und dort hat es so coole Dinge, die du anlegen kannst, so eine Kamera oder anschauen. Und dann hast du plötzlich Sachen gesehen, die du nicht siehst. Plötzlich sieht man, wo warme Stellen sind in deinem Körper und das wird so rausgehoben. Oder hinter einer Wand siehst du, wo die Person ist, wie es dort wärmer ist als an anderen Orten. Also indem man so eine Brille anlegt, kommst du plötzlich eine Sicht über für etwas, was du vorher nicht gehabt hast. Wo zwar da war, es hat es vorher schon gegeben, dass es gewisse Orte wärmer sind als andere, aber nicht sichtbar gemacht für unser Auge. Das Gleiche beim Himmel. Wir sehen es mit unseren Augen nicht. Und wir versuchen manchmal mit unseren Augen den Himmel zu ergreifen, mit unseren Augen Jesus zu sehen. Und es geht nicht. Ja, es geht nicht, wie es eine andere Dimension ist. Gott wohnt nicht irgendwo weit weg, er ist mitten unter uns. Ich habe einmal jetzt neu auf die Predigt an das Thema Paradies angeschaut. Ihr wisst jetzt, ich liebe es, davon von der Bibel nachzuschauen. Und interessant ist, dass Adam und Eva zum Paradies ausgejagt worden sind oder rausgeschickt worden sind. Und ein Cherubim ist dort vorne angestanden. Also ein Cherubim ist ganz ein spezieller Engel. Und der ist zur Tür angestellt worden, dass man nicht mehr reingeht. Er hat das sozusagen bewacht, das Paradies. Und jetzt gibt es Leute, die versuchen, das Paradies einzuordnen. Wo ist das genau gewesen? Oh, da steht etwas von Euphrat und Tigris. Ja, da muss es dort in Irak kommen anziehen. Findet die einen, ich bin mir wirklich nicht sicher. Oder
ob, ich sage jetzt mal so frei rausgeredet, ob das Paradies nicht plötzlich einfach in die unsichtbare Welt übergerutscht worden ist. Oder anders formuliert, ob wir hier durch Adam und Eva blind worden sind für die unsichtbare Welt. Und gar nicht mehr das Paradies sehen können. Jesus sagt, ich bin mitten unter euch. Wo zwei oder drei mit meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter euch. Manchmal ist es schwer zum Glauben, man hat das Gefühl, man ist allein. Weil man es nicht sieht mit den Augen. Aber wenn ich ganz viele Bibelstellen anschaue und zur Bibel durchforsche, finde ich immer wieder, wie Gott eigentlich möchte näher sein. Er ist näher, aber wir sind blind für das. Wir merken es manchmal gar nicht. Eine Geschichte ist ganz spannend, nur Geschichte ist ein ganzes Buch, wo es um die Unsichtbarkeit geht, wo es um den Himmel geht. Und da möchte ich ein paar Sachen bringen aus diesem Buch heraus. Es ist kompliziert, macht nichts. Ich bringe nur ein paar Stellen, die später gerne noch weitersuchen drin. Wir gehen ins Buch von der Offenbarung. Die Offenbarung war so, aufmachen am Anfang, im ersten Kapitel. Das war Johannes. Der Johannes schrieb da von sich: Ich, Johannes, euer Bruder, teile euch. Nein, nicht der Satz, das ist ein anderer, den ich euch vorlese. Johannes schreibt an die sieben Gemeinden, genau. Hat einen anderen Vers aufgeschrieben. Also gut, für sie ist frei raus. Die ersten 10 Verse findest du das irgendwo. Das muss vielen gerade nicht mehr auswendig. Aber Johannes hat gesagt, ich bin auf Patmos gelandet und hat dort plötzlich, da hat mich Gott ergriffen. Und dann heisst es, Vers 10, am Tag des Herrn, also am Sonntag, nahm der Geist Gottes von mir Besitz. Ich hörte hinter mir laute Stimmen wie eine Posaune. Also, anders formuliert, er hat plötzlich hinter sich etwas gehört und gesehen. Es war Sonntag anscheinend, Tag des Herrn. Und plötzlich sieht er etwas. Plötzlich sind die Augen aufgegangen. Und dann fängt die ganze Offenbarung an. Dann schreibt er alles, was er gesehen hat. Der eine redet von Visionen, von Sichten. Er sieht plötzlich Sachen, die man sonst nicht sieht. Und er nimmt das wahr und fängt an zu erzählen, was er da sieht. Ich habe den Vater verloren, so gut. Also, da. Der Johannes hat in der Realität die dürfen schauen, die man sonst normalerweise nicht sieht mit den Augen. Er hat es gesehen und hat es darum beschrieben und so das ganze Buch geschrieben. Und ich habe mich früher immer gewundert, ob so Sachen, wieso, wie ist jetzt das gemeint? Jetzt kommen die Sachen der Offenbarung von Drachen und Biester und alles Mögliche. Aber ich habe gemerkt, wenn man anfängt, mit den geistlichen Brillen das anzuschauen, dass es um eine andere Welt geht. Nicht nur um das, was wir da gerade live vor Augen haben, sondern in dem Unsichtbaren. Dass er Wort sucht, um das zu beschreiben, was er im Unsichtbaren sieht. Ist mir plötzlich viele Sachen in der Bibel aufgegangen. Zum Beispiel zu ganz anderen Stellen. Eine Stelle, die ich für nehme, ist der Psalm. Ich gehe nach Retro in die Offenbarung. Ihr könnt den Finger drin behalten, wenn ihr wollt. Also, Psalm 5. Im Psalm 5 heisst, sagte David, das ist König David, der geschrieben hat, kennen wir noch. Der sagt etwas ganz Spannendes. Er schrieb da ein Gebet, das war in seinen jungen Jahren übrigens. Da schrieb er: Ich aber darf in dein Haus gehen, durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in der Furcht. Der David kommt und schreibt oder singt den Psalm und sagt: Hey, ich darf zu dir kommen. Ich darf in deinen Tempel kommen und darf dich anbeten. Ist gut, he? Super, er darf ihn anbeten. Das hat mich fasziniert. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Bibel zu beschäftigen und habe dann plötzlich gelernt: Es gibt so eine Geschichte nachher, wo der David sagt: Gott, ich möchte dir einen Tempel bauen. Und dann sagt Gott: Nein, du nicht. Dein Sohn kann das machen, aber du nicht. Der David, ihm ist verwehrt worden, um den Tempel von Gott zu bauen. Der Salomo hat aber den Auftrag bekommen, um den Tempel von Gott zu bauen. Also, was hat jetzt der David gesungen oder gebetet? Ich darf in deinem Tempel sein. Ja, also,
David, was hast du jetzt? Das stimmt doch nicht. Du bist doch nicht im Tempel. Der Tempel ist gar nicht gebaut worden da. Wo du gesungen hast, hat es den Tempel nicht gegeben. Ich glaube, da kommt genau die geistliche Dimension drin, die ein Johannes verstanden hat. Ein Johannes hat gemerkt, da gibt es eine andere Dimension. Interessant ist, das Wort Tempel kann man verschieden auslegen, oder im Hebräischen kann man gleich nachschauen, was es bedeutet. Bist du nachschauen. Und interessant ist, es, normalerweise wird der Tempel als Wort, wie heisst es, ich muss nachlesen, Mikkasch benutzt. Das heisst Heiligtum. Aber der Tempel da wird als Mekol benutzt. Mekol bedeutet der Palast oder nackenauer übersetzt der Ort, der Sitz vom Thron. Es ist der Tempel und auch der Tempel nachher, den Salomo gebaut hat, wird manchmal als der Thronsitz benannt. Aber der David redet da ausschließlich vom Thronsitz, also dort, wo Gott sitzt, dort, wo er ist. Der David redet nicht vom irdischen Tempel. Er redet nicht von dem Tempel, wo man sieht und anlangen kann. Er redet von einem geistlichen Tempel. Der Ort, wo Gott sitzt. Und eben, wie gesagt, das ist unsichtbar, das ist mitten da. Der Ort gibt es. Aber wo sitzt denn Gott? Wo thront er? Wo ist sein Thron? Wie sieht der Thron aus? Wir haben vor einem Monat vom Thema Thronsaal gehabt. Was ist das für ein Thronsaal? Wo ist der Thron? Ich nehme nochmal einen Psalm von David. Psalm 22. Ihr könnt das gerne später noch nachlesen. Ist spannend da drin. Dort sagt David, du aber bist heilig, Gott, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Oder anders formuliert, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Gott, dein Volk dir Lobpreislieder singt. Gott thront, Gott wohnt dort, wo Lobpreislieder gesungen werden. Dort, wo er anbetet wird, dort, wo er gelobt wird, dort sitzt Gott. Dort ist er. Der David hat irgendwie, wie der Johannes, dürfen in die geistliche Welt sehen. Und er ist übrigens der Erste, der das wirklich kapiert hat und hat angefangen, den ganzen Lobpreis installieren und sagen, Gott, du sollst immer unter uns wohnen. Du sollst unter uns bleiben. Das heisst, wir schaffen Raum, dass du Gott arbeitet wirst, dass du gelobt wirst. Und so hat eigentlich die ganze Lobpreiszeit angefangen. Das war der David. Wir haben es davon gehabt, wenn er wie viele Leute er angestellt hat, nur damit gesungen wird. Der David hat gesagt, der Lobpreis, der Thron von Gott soll da bleiben und niemand anders. Den lassen wir nicht verschieben. Also singen wir Lobpreis da mit drin, dass Gott wohnen kann. Wir machen das Nest für ihn parat. Wir machen es im Thron parat. Ich finde, in dieser Thematik ist so eine Tiefe drin. Im Natürlichen, jetzt komme ich retour auf das Bild, das ich am Anfang gebracht habe, hören wir die Musik und finden, was soll das? Aber wenn wir in der geistlichen Welt merken, was abgeht, wenn wir da einfach ein bisschen singen, es ist eben viel mehr als Singen. Es ist eben wirklich eine ganze geistliche Welt, die sich bewegt, ein Thron, der aufgestellt wird, Gott, der sitzt und wohnt. Ich habe gesagt, wir lernen heute etwas. Deinen Lobpreis kann niemand anders ersetzen. Nur du kannst den Lobpreis geben. Wenn Gott in deinem Leben soll wohnen und thronen, bist du der, der den Lobpreis ergreifen muss und muss immer umschaffen. Du bist der, der ihn anbeten soll, der ihn loben soll, der ihm zusingen soll. Das kann niemand für dich machen. Es ist gut, wenn man Lobpreislieder laufen lässt. Das ist nicht falsch. Ich höre auch sehr gerne und viele Lobpreislieder. Es gibt eine gute Stimmung, es wirkt etwas. Aber es ist nicht das Gebet, das ich habe. Es ersetzt es nicht. Ich kann nicht die für mich singen lassen, Spotify laufen lassen für mich und sagen, die singen jetzt für mich. Es geht darum, dass ich mitsinge, dass ich ein Teil bin. Dass ich sage, das ist mein Lied. Ich mache mit. Was passiert denn in dieser geistlichen Welt mit dem Lobpreis? Und jetzt gehen wir retour zum Johannes. Wenn wir Johannes Offenbarung weiterlesen, können wir im Kapitel 4 ein bisschen mehr in das Thema hinein.
Der Johannes sieht in die geistliche Welt hinein. Und jetzt ist er dort und beschreibt, was er sieht. Und ich versuche jetzt da ein bisschen zu erklären, aufgrund von diesen Versen, was er sieht und was das bedeutet. Also, Kapitel 4, etwa Vers 9 umeinander. Das ganze Kapitel 4 redet vom Thron von Gott, wie das aussieht. Wie dort die Leute sind, wie dort die Leute zusammenkommen und Gott auf irgendwo dort ist, dem Thronsaal hinein. Und wie das Licht von dort ausgeht und alles mögliche, ganz viel Symbolik drin, ich kann gar nicht auf alles eingehen, also sind wir heute Abend noch da. Und dann heisst es, die rufen aus, die loben ihn dort. Tag und Nacht, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Herr. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und ihm alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm Dank bringen, werfen sich die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, der auf dem Thron sitzt und in aller Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Krone vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Also das ist eine Szene, wo Menschen dort sind. Menschen, die irgendwie schon im Himmel sind, so wie ich das verstand. Und die beten ihn an, die beten Gott an dort. Sie machen nichts anderes. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst in den Himmel gehen und dort oben wird es nachher eine Party für dich geben, dann muss ich dich enttäuschen. Im Himmel passiert nur etwas eigentlich. Es wird immer von dem beschrieben im Himmel. Anbetung. Gott wird gelobt, er wird anbetet, er wird geehrt, ihm wird gedankt, er wird gerühmt. Das passiert im Himmel oben. Und das in alle Ewigkeit raus. Es ist der Ort, wo Gott verherrlicht wird. Wir kommen dann noch in die Thematik alle Ewigkeit, aber nicht heute. Ein paar Verse weiter, Kapitel 5, Vers 8, passiert etwas Spannendes. Dort heisst dann, wie das Lamm für euch ist, das Buch empfangen hat. Als er das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Ja, eine Harfe, na gut. He. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Sie hatten eine Schale mit Räucherwerk. Und dann kommt so ein Zwischensatz. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Oder man darf übersetzen, macht eine andere Übersetzung dann, das Räucherwerk, also die Räucherschale, die da duftet hat, sind die Lobpreislieder von da. Also wir müssen uns das vorstellen, dass anscheinend die kommen mit diesen Räucherschalen, kommen zum Thron und sagen, Gott, schau mal, der fein duftende Rauch. Das ist von der Welt. Sind wir es gerade geholt dort unten? Oder da eine, in der anderen Seite? Das haben wir geholt und das ist ein Lobpreis für dich. Wenn wir da Gott anbeten, ihn singen, ihm zusingen, ihn preisen, gibt das, ich sage jetzt im Bildspruch, ein Räucherwerk, wo dort einen Wohlgeruch gibt. Das ist plötzlich wieder ein Opfer, wenn ihr euch erinnert. Vom Februar, das Thema Opfer und Hingabe. Der Rauch, der zu Gott kommt und sagt, schmeckt das fein. Es geht ihm nicht um die einzelnen Noten, hast du sie getroffen oder nicht mit singen. Das ist für Gott nebensächlich. Es geht ihm ums Herz. Singt dein Herz. Ist es von ganzem Herzen da und lobt es Gott. Das gibt einen Wohlgeruch im Himmel oben. Und ich finde das so faszinierend zu merken, wow, wir singen zwar, das stimmt, das ist ein Singen, aber das ist etwas ganz anderes, was dort rauskommt, was in der unsichtbaren Welt passiert. Ja, Lobpreis ist etwas, was im Himmel erfunden worden ist. Die Erfindung von Lobpreis und Singen ist bei Gott entstanden. Gott hat gesagt, das soll passieren. Übrigens, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das singen kann. Habe ich zumindest so gelesen. Wenn mich jemand anders überzeugen, gerne kommen. Aber anscheinend ist der Mensch der Einzige, der schwätzen und singen kann. Ist nicht das Gleiche. Alle anderen können nur singen oder nur schwätzen. Aber dass wir eine Sprache haben, die zum Lob da ist, ist etwas total Faszinierendes. Wo wir Menschen haben, aber sonst nicht um ist. Gott hat es gemacht, er hat den Lobpreis erfunden. Und der David war der Erste, der es entdeckt hat. Er hat es nicht erfunden, den Lobpreis. Er hat ihn entdeckt und gemerkt,
jetzt schnalle ich es, es geht um Lobpreis, es geht gar nicht um die Tiere. Und es hat ja ganz viele Bibelstellen, wo es darum geht, Gott hat gar keine Freude an all diesen Fleischopfern und so weiter, sondern er hat an unserem Herz, an unserem Lobpreis Freude. Und der David hat das wie kapiert, benannt und gesagt, darum machen wir Lobpreis. Also wenn du immer noch zusammenkommst und das Gefühl hast, ja, ich singe jetzt da nicht mit, ist nicht so wichtig, hast du noch nicht verstanden, was in der geistlichen Welt abgeht, wenn wir Lobpreis machen. Es geht nicht ums Singen. Das ist nebensächlich. Sondern es geht um dein Herz, das singt zu Gottes Lob. Weil das gibt ein Räucherwerk und das gibt ein Wohlgeruch für den Herrn, was dort einem passiert. Und darum kann der David sagen, Gott wohnt im Lobpreis. Oder thront im Lobpreis. Dort thront Gott. Wenn ich in Lobpreiszeiten bin, geht es mir genau um den Punkt, dass ich sage, wow Gott, ich muss mir jetzt einmal vor Augen führen, jetzt darf ich vor dir sein. Oder wie der David dann gesagt hat im Psalm, ich darf vor dem Thron sein. Das ist der Lobpreis. Und darum, ich selber habe oft Augen zu, vielleicht merke ich, stimmt, jetzt die Augen zu, ich muss nicht mehr da in diesem Raum sein, ich darf jetzt in deinem Thron sein. Und ich singe dir zu da in deinem Thron. Übrigens, darum sagt ja der Paulus, er fordert uns im Kolosser 3 recht dazu auf. Kolosser 3, Vers 16, meinte ich. Dort sagt er, lasst die Botschaft von Christus bei euch im ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre, zeigt einander den rechten Weg, tut es mit ganzer Weisheit, die Gott gegeben hat, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Der Paulus sagt, hey, singet, macht das, los. Wir wollen ihn loben, wegen ihm. Wir wollen Gott wohnen lassen. Und ich predige so etwas in einer Zeit, wo der Bundesrat kommt und sagt, man sollte nicht mehr singen, wie Corona verbreitet wird. Das ist schon Ironie, he? Ja. Und ich glaube, es geht darum, da drinnen einen Weg zu finden. Was ist gemeint? Dass man, wenn jemand angesteckt ist, nicht andere würde ich anstecken mit Singen. Ich glaube, das müssen wir aufpassen, dass wir es nicht machen. Und trotzdem merke ich, Singen, es Gott arbeiten, es loben, lasse ich mir nicht verbieten. Das heisst nicht, jetzt sollen wir zusammenkommen und alle miteinander laut singen. Habe ich nicht gesagt, meine ich auch nicht. Sondern es geht darum, Wege zu finden, wie kannst du singen und Gott arbeiten. Vielleicht musst du deine Badzimmerzeit ausweiten, vielleicht als Familie miteinander mehr singen, im Auto Lobpreis anfangen, keine Ahnung. Aber ich glaube, es geht wieder um den Alltag, dass du im Alltag lernst, Gott loben und singen. Es ist schön und es ist cool und rassig, so von einem Belag zu fahren, wenn wir alle zusammen sind und miteinander singen. Und ich weiss, die Zeit kommt wieder. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, um jetzt zu lernen, dass nicht nur der Moment, wo wir zusammenkommen und alle miteinander singen, gesungen wird, sondern dass unser Leben darf ein Lobpreis sein mit Gesang zum Gottes Ehre. Und dass das bei ihm etwas auswirken darf. Ich glaube, es ist Zeit, um das zu lernen in dieser Phase hinein. Wo wir jetzt sagen, Gott, jetzt fokussieren wir nicht auf das Miteinander singen, sondern ich singe mit Gott zu. Und ich darf es für mich lernen. Oder im Familienkreis, im vertrauten Kreis. Gutes Übungsfeld. Sucht Wege, wie könnt ihr das Lob nicht verstummen lassen. Und ein letzter Punkt, den ich glaube ganz wichtig ist. Das Loblied ist nicht nur bei Gott etwas, was Freude macht, es bewirkt noch viel mehr. Weil was in der geistlichen Welt passiert, hat auch einen Einfluss wieder in unsere Welt. Also was im Unsichtbaren ist, beeinflusst wieder die sichtbare Welt. Es ist nicht nur so, dass die sichtbare Welt die unsichtbare Welt beeinflusst, von dem haben wir jetzt geredet, sondern es geht darüber aus. Der Lobpreis hat eine Macht in dieser Welt. Ich bringe euch ein Beispiel, das ihr wahrscheinlich kennt, auch aus der Bibel, und zwar ist der Josua gewesen. Der Josua hat das Land Israel genommen, Stadt um Stadt. Und die erste Stadt, die sie gegangen sind, war Jericho. Und wo sie gegangen sind, sind sie nicht die Stadt mit kriegerischer Macht hinein, sondern mit Gesang, mit Geschrei, mit Lobpreis.
Und so nachlesen, Josua 6. Sie gehen, laufen um die Stadt herum und loben Gott und die Stadt bricht zusammen. Ja, Gottes Lob hat Macht, zum Muren einstürzen lassen. Eine zweite Geschichte haben Sie auch schon hier und da gehört, so zumindest stückweise, aus der zweiten Chronik. Und das finde ich ganz eindrücklich, was für eine Macht der Lobpreis hat. Es geht zur Zeit vom König Josaphat, 2. Chronik 20. Und zwar, ich will jetzt für die Bibelstelle heute, mag ich nicht mal mit allen anschauen. Der König Josaphat ist angegriffen worden. Oder hat gehört, dass er angegriffen wird. Und hat dann gefunden, da muss man etwas machen. Und ich muss ja gerade schon vorlesen, was er da gesagt hat. Wo der Josaphat das gehört hat, erschrak er sehr. Er entschloss sich, dem Herrn zu befragen und ließ ganz Judäa eine Fastenzeit ausrufen. Also Josaphat hat gehört, da kommt Moabiter und Ammoniter und greifen da und er sagt, weißt du was, jetzt gehen wir Gott suchen. Ich glaube, da können wir viel lernen davon. Als erstes, wenn so eine Hiobsbotschaft, so etwas Schlechtes kommt, jetzt gehen wir Gott befragen. Wir wissen es auch nicht. Nicht, oh, das schaffen wir schon, komm, ein bisschen kämpfen und so, das bringen wir an. Nicht. Wir gehen Gott suchen. Das erste, was er gemacht hat. Die Leute sind aus allen Städten gekommen. Alle kamen nach Jerusalem, um den Herrn um Hilfe zu erfragen. Sie versammelten sich in der Stadt, im neuen Vorhof des Tempels, und Josaphat trat vor sie hin und betete. Und da kommt ein ganz langes Gebet, wo der Josaphat betet, wie gut Gott ist, was er macht, wie treu und wie richtig und wie er alles im Griff hat. Und dann endet er das Gebet mit: Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Darum blicken wir auf dich. Also er lobt die ganze Zeit Gott, was er gemacht hat. Und am Schluss sagt er, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das kommt mir so bekannt vor. Über meinem Leben manchmal, wenn ich etwas erlebe, kann ich einfach anfangen, Gott zu loben. Aber es hat nichts geändert. Ich weiß immer noch nicht, was machen. Ja gut, es ist dann weitergegangen, da kommt der Jahaziel, das ist anscheinend einer von den 7 Asaf, und er steht auf und sagt, hört her, Leute von Juda, ihr Einwohner von Jerusalem, und vor allem du, König Josaphat, so spricht der Herr, euer Gott. Habt keine Angst, erschreckt nicht von der Übermacht. Dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache. Und dann sagt er, hey, ziehen du aus, morgen, mach parat und so, und bleibt ruhig und schaut zu, der Gott wird für euch den Sieg erstreiten. Das ist die Botschaft von Gott, wir müssen es selber lesen, 2. Chronik 20, das ist wirklich Vers und Vers zum Staunen. Und dann knüllt Josaphat an, sagt Gott Danke und am nächsten Tag ziehen sie los. Und dann heisst es, früh am nächsten Morgen, vor ihrem Aufbruch zur Wüste, trat Josaphat vor sie hin und sagte, hört her, Männer von Juda und Jerusalem, vertraut dem Herrn, eurem Gott, dann werdet ihr stark sein. Glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Nachdem er sich mit dem Volk abgesprochen hatte, stellte er die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des Heers. Sie sollten dem Herrn preisen mit dem Lied Dank dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Also, stell es einmal vor, jetzt kommt der Josaphat, alle ihren Rüstigen mit ihren Waffen. So, wir brauchen jetzt den Sänger, kommt mal bitte führen. Zuvorderst vorne, singt da, ihr Tempelleute, ja, ihr habt einen Tempelgewänder, schön angelegt, mit euren Instrumenten, zuvorderst vorne an. Und jetzt gehen wir in den Krieg gegen die da vorne. Jetzt sind Panzer und Waffen, aber ihr sind da vorne. Und jetzt laufen wir miteinander führen. Ihr singt voraus, dank den Herrn. Und wir mit den Waffen kommen hinten an, wir folgen euch dann. Wer will sich freiwillig melden für so einen Dienst? Was ist passiert mit dem Josaphat und dem Volk? Dass sie sagen, ungeschützt, Lobpreis vorne an. Die Leute sollen singen. Und so ziehen wir in den Krieg. Der Josaphat hat anscheinend in dieser Zeit und sein Volk etwas ergriffen von dieser geistlichen Realität, die wir oft nicht sehen. Er hat gemerkt, dass wenn die vorne anlaufen mit Lobpreis und singen, ist das stärker als jede Waffe.
Ich glaube, der Josaphat hat es in der heutigen Zeit gemacht, wo wir noch krassere Waffen haben als hier. Und er hat gesagt, der Lobpreis ist stärker als die Macht, die wir kennen. Und das fasziniert mich an dieser Geschichte. Ein Josaphat, der als Geistlicher mehr glaubt als an die Macht dieser Welt. Und sagt, ich glaube das und darum stand ich trainiere. Es muss so kommen, dass der Josaphat recht hat und dass sie Sieg überkommen. Die Feinde sind geflohen, weg, vernichtet alles. Sie haben null Verlust gehabt selber. Indem sie gesagt haben, und das ist Gottes Kampf. Ich stand an. Ich habe gestern ein langes Lied immer wieder gehört. Ganz ein simpler Text. Es heisst, so ein bisschen frei übersetzt im Deutschen, ich fühle mich umzingelt, aber ich weiss, was mich umgibt, bist du. Und das ist dein Kampf und nicht meine. Wenn du dich umzingelt fühlst, bitte bewusst, Gott ist noch näher. Und seine Macht ist noch stärker als die Macht, die von außen dich herkommt. Und du darfst ihn jetzt schon loben über das, was passieren wird. Und das Lob bewirkt viel. Nicht nur mit dem Josaphat, wir können weitergehen. Zum Beispiel der Jona, der hat ja auch im Buch vom Fisch angefangen zu singen und Lobpreis machen in dem Sinn. In dem Moment ist dem Fisch schlecht geworden, hat sich ergeben und Jona war draußen. Also so ein Lobpreis, ich glaube nicht, dass sein schlechter Singen war, aber so eine Anbetung hat eine Bewirkung in der Realität. Ich meine, die andere Geschichte kennen wir auch schon, von Paulus und Silas im Gefängnis. Sie sind gefangen, fangen da Gott loben, in einer Situation, wo es keinen Grund dazu gibt. Wo man eigentlich müsste Angst haben. Und es verändert sich etwas in der Realität. Ja, Lobpreis ist nicht nur schön. Es geht nicht darum, dass es schön ist, Gott zu arbeiten. Wir verändern in unserer Realität Sachen, wenn wir Gott arbeiten. Wenn wir ihn auf den Thron setzen und sagen, dir ist die Herrschaft, Gott, du hast es im Griff, du kannst es. Das verändert etwas in deinem Leben. Es verändert zuerst dich. Du kommst eine andere Perspektive hinüber. Und du gibst Gott die Möglichkeit, dass er wirken darf. Vorher bist du selber am Wirken. Du hast versucht, zu kämpfen gegen das Ganze. Und in dem Moment, wenn du zu Gott kommst und sagst, und ich lobe dich über diesen Ort, über diese Situation, über dem, was jetzt ist, sagt mir Gott, du darfst herrschen und nicht mehr ich herrsche darüber. Ich setze dich auf den Thron und nicht die Angst. Ja, auch wir dürfen heute noch erleben, wie Mauern zusammenbrechen, wie bei Josua. Ich glaube, in deinem Leben hast du so Mauern, wo du sagst, wie soll ich das einnehmen? Wie soll ich das schaffen? Ich glaube, Lobpreis ist eine Antwort auf das. Gott hat das Beten drin. Vielleicht hast du ein Heer, das dich so umzingelt. Wie kann ich dem ausweichen? Wie kann ich? Ich habe Angst davor. Ich glaube, Lobpreis ist eine Antwort auf das. Du bist umgeben von einem Unsichtbaren, von einem Gott, der stärker ist als all die Ängste, all die Frustration, die Furcht und Verzagtheit. Vielleicht fühlst du dich eingeschlossen in einem Bauch von einem Walfisch oder von einem Fisch und fragst dich, wie du da jemals rauskommst aus dieser Situation. Fang an Gott loben, da drin. Und du wirst sehen, wie Gott dich rausholt. Psalm 50, Vers 23 heisst so schön, wer mir sein Dank zeigt, der bringt mir Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Wenn du Dank bringst, wenn du Gott lobst, ebnet er den Weg. Er macht den Weg parat und du ihm dankst dafür. Und ich erlebe es immer wieder, nur schon in meinem Alltag rein. Familienkrach, Streit untereinander, schlechte Stimmung daheim. Wenn jemand anfängt, Lobpreis machen daheim, verändert sich die Stimmung. Nicht, wie das Lied schön ist und uns beruhigt. Also nach dem Motto Saul und seine Harfe. David seine Harfe. Nein. Sondern, wenn jemand das Lob Gottes ausspricht, passiert geistlich, dass der Friede kommt. Und das haben wir wirklich schon viel erlebt in unserem Familienhaushalt. Wie ein Frieden kommt, wie eine Freiheit kommt. Bis hin,
dass ich dabei sein durfte, wo wir Lobpreis gemacht haben, am Todestag, am Tag, wo jemand gestorben ist. Es hat seine Ehefrau mit uns zusammen Lobpreis gemacht. Wie verrückt ist denn das? Es geht, wenn man Perspektive bekommt, was geistlich am Laufen ist, kann man in allen Tränen innen trotzdem Gott loben. Der Lobpreis kann niemand ersetzen, was du machst. Wenn es du nicht machst, fehlt etwas im Himmel oben, bei diesen Räucherwerk oder im Himmel oben einer drin, in der unsichtbaren Sitz. Gell? Und auf die andere Seite, wenn du nicht Lobpreis machst, setzt du den Thron Gottes nicht in deinem Alltag auf. Der Gott kann nicht woanders sitzen. Er hat keinen Thron zum Sitzen. Aber wenn du Lobpreis machst, einerseits hat Gott einen Wohlgeruch über deinem Leben und auf die andere Seite wohnt Gott mitten unter euch. Und so möchte ich dich heute einfach noch auffordern. Mach Lobpreis. Bet Gott an. Sing ihm zu. Das kann niemand anders ersetzen. Damit wir jetzt nicht alle einfach laut singen müssen, jetzt gerade als nächstes, haben wir mit euch ein Lied mitgenommen. Aber wir nennen es eben einen Psalm. Ein Psalm, wo wir miteinander möchten, einfach sprechen und aussprechen, was David gebetet hat. Was genau um die Thematik geht von wie wollte ich da etwas machen, Gott, ich kann nicht. Aber Gott, du bist es, du kannst es. Ich möchte gerne, dass wir den Psalm einblendet und steht doch auf. Genau, legt die Maske an, richtig. Und wenn wir miteinander den Psalm beten. Psalm 57 ist das. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir ist meine Seele geborgen. Im Schatten deiner Flügel will ich mich bergen, bis die tödliche Gefahr bei mir ist. Ich rufe zu Gott bei dem Höchsten, zu dem Gott, der alles für mich zu einem guten Ende bringt. Er wird vom Himmel aus Hilfe schicken und mich retten, selbst wenn man mich noch so bedrängt und verhöhnt. Ich habe wieder neuen Mut bekommen. O Gott, ja, mein Herz ist zuversichtlich. Ich will singen und loben. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zither, wach auf. Ich will aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Vor den Völkern will ich dich loben, Herr. Ja, vor ihnen soll mein Lied für dich erklingen. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Zeig dich, o Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen, und auch auf der ganzen Erde lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Amen.